Herzlich willkommen in dieser Lektion, wo du ein Solo in Fügrich lernst. Denn E-Fügrich ist eine sehr coole Sache, ist auch relativ vom Tempo her mäßig, ja, auf 136 Beats per Minute. Nicht unbedingt für Anfänger, aber auch nicht super schwer. Und du wirst insbesondere auch nochmal Triolenrhythmus lernen und wie du dein Phrasing verbesserst. Hören wir es uns mal an. Wie schon erwähnt, es ist ein richtig schönes Solo, wenn du schon etwas fortgeschrittener bist, schon einige Solos gelernt hast, dich auch schon mit der einen oder anderen Phrasierungstechnik auskennst. Wir haben es extra so geschrieben, sind auch keine super krassen schnellen Läufe oder irgendwelche verkrickselten Rhythmen mit dabei, die man kaum nachspielen kann. Und auch das Tempo ist relativ moderat, 136 BPM, deswegen ist wirklich perfekt, wenn du da einfach deine Solo-Skills, dein Solospiel und auch dein Phrasing verbessern möchtest. Die Videounterlagen findest du unten in der Videobeschreibung. Das sind einmal kostenlos dabei die Tabs und auch der Backing-Track. Es wird auch noch den Rhythmus-Part dazu geben. Vielleicht gibt es ihn auch schon. Einfach mal dann danach suchen. Wird sich dann irgendwas heißen wie Metal Riff in Fügrich oder sowas in der Richtung. Den wird es auf jeden Fall auch noch geben. Aber jetzt erstmal zum Solo. Los geht's. Und da hat der Cam-Akku schlapp gemacht. So, weiter geht's. Also, beziehungsweise los geht's, dann gar nicht gestartet. Also, wir sind hier in E-Fügrich. Los geht's mit einem Slide vom 7. auf den 9. Bund auf der G-Seite. Eine schöne Vibrato. Dann kommt so ein kleines Pedal-Tone-Muster, und zwar 9, 10, auf die 2 unteren übrigens. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 1 und... Ja, jetzt habe ich einmal die Viertel, einmal die Achtel gezählt. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das heißt, nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Okay? 9, 10, 9, 12, 9, 13, 12, 13, das ist ein 16. Ja, wird etwas schnell gespielt. Dann wieder auf den 12. Bund. 12, 10, 12, 10, 9, 12, 10. Das ist das Vibrato. Slide auf den 12. Bund. Und 12. Spiel nochmal bis hier. 3, 4. Dann 6. Takt, die 1 ist Pause und dann ein Halbton belänger 17. Bund mit einem 3. Finger. Gehst du dann hier noch einen kleinen Lagenwechsel. 17. Bund, 3. Finger, Halbton belänger. Ja, schön hier in die Seiten reinhauen. Ein schönes Vibrato machen, alles da aus deiner Hand herausschütteln. Ja, dass dieser kreischende Ton entsteht, fast schon so ein bisschen kleiner Harmonik. Dann 15, 17, und zwar als 16. gespielt. Jetzt kommt hier ein Lauf. 18, 15, 17, alles 8. Lot übrigens. 19, 20, 19, 17, 19, 17, 15, 18, 17, 15, 17, 16, 14, 17, 15, 14, 17. Und jetzt 8. Triolen. 14, 15, 17, 14, 16, 17. Ist nichts weiter als hier die Tonleiter, die du rauf und runter spielst. Oder vielmehr runter. Ah, hab ich mich selber nicht verspielt. Vorsichtig. Und dann zum Schluss auch den 14. Bund. Und das Coole hierbei ist bei dem Lauf, um das vielleicht noch kurz zu erklären,
Die Betonungen oder die Gruppen sind jeweils immer drei Töne. Ja, du hast hier Three Notes per String Pattern eigentlich, ja. Aber dadurch, dass der Rhythmus aus Achteln besteht, was ja immer 1 und 2 und also immer nur zwei Noten sind, wo die erste betont wird, in Anführungszeichen, entsteht eine coole rhythmische Verschiebung. Ja? Wenn du mal dazu mitzählst, 1 und 2 und 3 und 4 und, ja, ist etwas verwirrend, aber das ist ein cooler Sound. Das kannst du auch allgemein ja verwenden, wenn du einfach mal Three Notes per String Pattern hernimmst und du spielst sie nicht in Trioren, sondern einfach mal ein Achtel oder Sechzehntel, ja, dann erhältst du diesen Effekt. Also nochmal zum Schluss, dann kommen die Achteltriolen raus. Dann geht auf den 14. Bund, schön Vibrato. 17. Bund mit dem 4. Finger. Halbtone Bending. 17. Bund. 15, 17, 16, 17. Jetzt mit deinem 2., 4., 3. und 4. Finger. Wieder auf den 14. Bund. Und dann der 16. Bund, Halbtone Bending. 14, Legato Slide 12. 10. 9. Jetzt kommen Achteltriolen. 10, 9, 8, 7 mit Palmitting. 8, 7, 5. Und dann gehst du hier noch alles mit den zweiten, ersten Fingern. Und hier wechselst du die Lage auf die fünfte Lage und spielst dann einfach 4, 3, der erste Finger. Kannst allerdings auch, ich glaube jetzt, wo ich gerade selber nochmal gemacht habe, im Original spielst du, glaube ich, auch alles mit dem zweiten und ersten Finger. Und hier einfach die Lage wechseln, ja, so kann man es auch machen. Auch hier den fünften Bund schön wieder reinhauen in die Seiten, ja, das ist schön knallt und dann ein schönes Vibrato machen. Also wichtig, diese Ausdrucksstärke vom Phrasing. Ja, könntest auch ein Pinch-Harmonik machen, würde auch funktionieren. Dann bist du im 15. Takt angekommen, im 5. Bund, dann Palmitting 5, 7, 8, 5, Legato Slide auf dem 7. Bund und Hammer-On auf dem 8. Das ist dann vom Rhythmus her auch etwas verschoben, da am besten häufig einfach mal dieses Solo anhören. Da hatte ich letztens mit Chris eine ganz coole Diskussion, wo es auch nochmal so ein bisschen im Rhythmus ging, ob mitzählen und nicht mitzählen. Ich habe da, wenn ich ehrlich bin, noch nie wirklich mitgezählt. Für mich war es einfach immer so eine Sache, die ja etwas natürlich kam. Kann gut sein, dass ich da tatsächlich etwas talentierter bin, was rhythmische Sachen angeht und dafür in anderen Sachen nicht so gut bin wie andere. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich irgendwie am Anfang eigentlich ein Schlagzeug spielen wollte. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist, insbesondere bei solchen Sachen, würde ich es empfehlen, nicht unbedingt mitzuzählen. Kannst du machen, wenn es für dich okay ist, aber gerade hier bei solchen Sachen, ja, doch die Triolen in Verbindung mit den normalen Achteln mitzuzählen, ist teilweise so viel Gehirnpower, die da in Anspruch genommen wird, dass du dich gar nicht mehr so richtig auch aufs Spielen fokussieren kannst. Und deswegen hör dir den Track einfach mehrmals an und versuch ihn da mitzuspielen und spielst auch am Anfang erstmal langsam. Du kannst es zum Beispiel auch nochmal in Guitar Pro eintippen, falls du da die Möglichkeit hast und es dir da langsam anhören lassen. Aber selbst den Track kannst du auch in normalen Media Player nochmal langsam abspielen lassen. Und versuch eher so den Rhythmus hinzubekommen, anstatt irgendwie alles auszuzählen. Ja? Also nochmal ab dem 15. Bund. Dann jetzt hier auf den 8. Bund und dann geht's direkt weiter. 19, 19. Das wird alles Legato gespielt mit Hammer-Ons und Pull-Offs. Alles 19, 19. Jetzt geht's weiter hier mit 12, 13, 12. 13, 14, das sind wieder Achtel. Dann 13, Legato ist auf dem 17. Bund. Harte Bending und 17. Bund nochmal anschlagen. Ja. Das ist auch ein sehr cooler Part. Ja, fast schon sowas Violin-Saxophon-mäßiges. Ups, genau, das soll nicht passieren. Hier ist eben wichtig, ja, dass du den Zielton, den 17. Bund triffst. Spiel's mal langsam.
Aber sitzt in den Mund, bleibst dann einfach noch liegen, machst ein schönes Vibrato und dann sind wir mit dem Solo auch schon am Ende. Das war das Solo. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann gerne Daumen nach oben geben. Wenn du Fragen oder irgendwelche Wünsche, Kommentare loswerden möchtest, dann wie immer unten in die Kommentare schreiben unter das Video. Und wenn du dein Phrasing verbessern willst, also sprich, wie du deine Solos ausdrucksstark und emotionaler klingen lassen kannst, ja, ohne dass du jetzt irgendwie dir neues Equipment anschaust, weil Phrasing ist das, was den Sound formt, hast du vorhin schon mal erwähnt, dann check den Link unten in der Videobeschreibung, da geht es zu unserem Programm Phrasing Control. Schau das Video mal in Ruhe an, lest dich da durch. Das Thema ist essentiell, wenn du es aktuell noch nicht üben solltest. Ja. Du brauchst es unbedingt, wenn du wirklich einen professionellen Sound haben möchtest. Wenn nicht, dann natürlich nicht unbedingt, ne? Aber wer will das denn nicht haben, okay? Also, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Viel Spaß beim Nachspielen. Wir sehen uns in der nächsten Lektion. Bis dahin, rock on!